Yo, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tackle Nerd, Hauptsache geiles Tackle. Ich bin heute im Auftrag eines Kumpels bei Angelsport Moritz, da er leider nicht die Zeit hat, beruflich hierher zu fahren und mich darum gebeten hat, für 100 Euro ihn ein Barschpaket zusammenzustellen. Er hat volles Vertrauen darin, dass ich ihn da halt ein cooles Paket zusammenstellen werde. Und das werde ich auch machen. Hier gibt es heißen Stuff. Und ihr werdet am Ende sehen, was man für 100 Euro bei Angelsport Moritz bekommt. Wir gehen jetzt mal rein in den Laden. Ich schnapp mir den Korb und dann geht's los. Da ist die Maria, die Kamerascheue. Schön beim Rülpsen. So muss es sein. Hier verstellt sich keiner. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zur Gummiwand. Wir haben ja auf jeden Fall hier die neuen Nikes, die Smoking Swimmer 3 Inch. Davon nehmen wir auf jeden Fall mal eine Packung mit hier. Die Farbe sieht schon mal ganz cool aus. Du bist ja unser Müggelspray-Gangster, der viel auf der Müggelspray auf Schniepelbarsche angeln geht. Die Frage ist jetzt gerade, welche Farbe? Cinnamon Blue. Ich würde sagen, wir nehmen wirklich dieses Cinnamon Blue. Das ist natürlich und hat noch ein paar blaue Pigmente. Guckt euch den Preis an, 7,95. So Life Sticks. Ja, hier eine Packung 3,5er gut, die kosten 11 Euro. Ist halt JDM Stuff, ne? 3,5 Inch. Mit denen habe ich letztens abgeräumt. Das werdet ihr ja in dem Video schon gesehen haben. Gesehen. So. Würde ich mal sagen, Wakasaki. Da sind wir jetzt schon so um die bei 30 Euro. Also ich werde zwischendurch mal kurz mit dem bisschen nachrechnen. Was noch? Mal überlegen. Eigentlich wäre so eine kleine Packung für dich auch noch mal ganz cool für die Müggelspray. Die Farbe sieht zum Beispiel recht sexy aus. Ne? Vor allem dieses klare. Ja, die packen wir auch mal mit ein. So hast du erstmal drei Packungen zum Ausprobieren. Hast einmal die 4,5er Fett, die 3,5er und die 3er. So, gucken, was da ist. Natürlich guckt euch mal hier die schönen Sachen an. Hier die HP-Menos von OSP. Auch super sexy. Die OSP DoLife Beaver Cross oder Beaver. DoLife Schätz. Das wäre jetzt wieder was für dich, für die Müggelspray für Zander so, ne? Aber da die Zeit ist, du willst erstmal auf Barsch angeln. Jetzt gerechnet mit dem Taschenrechner. Mathematik ist nicht so meine Überstärke. Sind wir jetzt bei 40,43 Euro. Last Ace ist ja auch nicht mehr so viel da. Was kosten die? Die sind zum Beispiel auch cool, coole Schätz. Die Wurms 7 Euro 95. Ich weiß nicht, ob wir die nehmen oder nehmen wir eine Packung Last Ace für 12. Aber ich denke mal, wir nehmen die für 7,99 Euro. Ist auch richtig Glück, weil das ist nämlich die letzte coole Farbe, Alter. Also schön mit so einem leichten violetten Schimmer. Fängt auf jeden Fall dicke Barsche. Cool. Machen wir. So, da haben wir hier so schön Steezhaken. Wow, eine 3-0er Packung auf jeden Fall. Von Steez, die sind super leicht. Muss eigentlich passen. Das passt. Die kommen da rein. Müssten die 1er passen. Da nehmen wir die 1er. Die 1er kommen da mit rein. Die kosten 4,95 Euro. So. Da mache ich jetzt auch noch mal kurz einen Rechensturz. 58, noch was. Da du ja noch nicht so wirklich mit Chatterbaits geangelt hast, den Jack Aldera Break, der ist wirklich eine Waffe. Und ich denke mal, sowas wirst du noch nicht wirklich gefischt haben. Ja, nein, vielleicht, ja. Shit happens, der kommt mit rein. Oder hier Ryukis. Ryukis. Oder? Der ist schon cool. Für 11 Euro. Ist ein cooler Barsch, Twitchbait. Vor allem jetzt, wenn sie flach stehen. Den hauen wir mal rein. Putz. Ey, wir haben immer noch Geld. Wir haben immer noch Geld. Also, ja, Mann. Ein Green Pumpkin Chartreuse. Macho Bee, der kommt auch mal mit rein. So, jetzt sind wir bei, ihr seht's,
91 noch was. Jetzt gibt es Tungsten. Da ist die hübsche Maria. Maria, ich brauche Tungsten. 3 Gramm. Oder 3,5. Da haben wir 3,5. Ich sehe schon ein Tütchen. Wir sehen 79 Cent. Da, wir haben noch genau 9 Euro. Dann nehmen wir jetzt erstmal 9. Ach ja, hier übrigens hast du noch ein cooles neues Moritz-Cap bekommen. Und einen Maßband. So, jetzt haben wir hier 5er von den 3,5. Dann machen wir noch mal. Hier 3,5 Tungsten für die Müggelspray, genau das Richtige für deine kleinen Pissbarsche. So, jetzt gehen wir mal Kasse machen, obwohl ich nicht einfach mal hier erstmal. Da haben wir die 100 Euro endlich voll, würde ich sagen. So, ich habe mir jetzt mal noch mal schnell den Toni geschnappt. Also, wer routentechnisch Beratung braucht, immer zu Toni gehen. Der kriegt keine Provision oder so, aber der hat wirklich Ahnung hier. Der kennt sich in diesem Routenwald aus. Ich möchte jetzt die Majorcraft Days sehen, weil Hannes hat gesagt, er hätte Interesse an einer Light, eigentlich UL, meinte er. Ich meinte, die UL wird zu schwabbelig sein wahrscheinlich. Ja, und wir gucken. Die werden auch wieder weicher. Ja, und ich denke mal, die Light oder eine Light in einteilig wird da bestimmt cool sein. Nicht als Cast, als Spinning. Als Spinning. Also hier haben wir sie schon mal, die schönen neuen Majorcraft Days für einen unschlagbaren Preis. Hier haben wir die 63L. Die sieht doch schon mal lecker aus. Mhm. Lecker, lecker. Zeig mal her, das gute Stück hier. Oh ja, das ist doch schön. Halt mal die Spitze fest. Also, Hannes, ich sagte, eine Ultralight würde ich nicht nehmen. Guck mal, das ist eine Light. Und die ist halt recht weich, ne? Einteilig. Dir mal an, wie sexy die aussieht. Ne? Was kostet die? Sag mal. Oh, 169 Euro statt 210, das ist doch schon mal geil. Schön geteilten Split. Alles schön sauber verarbeitet. Und natürlich gibt es da auch keine Probleme mit Garantie oder sonstiges. Ne? Geil! Cool. Also Hannes, wenn du die haben willst, musst du hierher kommen. 169 Euro. Danke dir, Toni. Du hast ja aber auch noch andere Light, ne? Zweiteilig, habe ich schon gesehen. Zweiteilig. Ne? Zweiteiler, was ist das hier? Das ist auch eine Light, ne? Das ist eine straffe Light. Das ist mit Solitip. Ach, mit Solitip. Mit Solitip. Oh ja. Das ist wieder, vielleicht wäre das sogar was für dich. Ja, guck mal mit. Hat's auch ordentlich Feuer. Stimmt, die hat wirklich ordentlich Bums. Schöne Route, ne? Also schön fürs Bait-Finesse-Angeln oder auch für die Softjerk-Geschichte, aber ich glaube, mit dem Soli-Tipp ist mit dem Softjerken nicht so toll, nee. Weil dann wahrscheinlich die Bisse da nicht durchkommen. Da würde ich dann nicht richtig animiert. Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Für die Do-Life-Sticks, ne, die ich dir da rausgesucht habe. Cool, danke Toni, geile Sache. Machen wir wieder mal fest. Coole Routen, hier sind auch die MXX, die hier hinter, ne, Benkei und was nicht alles. Und die steht hier auch da. Also, wenn ihr Bock habt, kommt rum, guckt euch den Shit an. Ich werde jetzt gleich erstmal Kasse machen und dann haben wir es. Jetzt geht's los hier. Eine Packung Gummis. Zweite Packung. Dritte Packung. Vierte Packung. Fünfte Packung. Sechste Packung. Shatterbait. Hardbait. Zwei Packungen Offset-Haken. Und nochmal 9 Tungsten. Sind wir bei. Oh, krieg ich ja sogar noch einen Tungsten. Magst du noch mal einen Tungsten holen? Warte, ein buntes drauf? Ja, ein buntes für 79. Das ist 3,5. Siehst du, habe ich mich sogar verrechnet, dann hast du sogar noch einen Tungsten. Machen wir doch gleich noch mal eins hier mit rein. Bitte einfach reinpacken. Guck mal. Oh, kriegst du ja noch eins. Ja, dann kannst du noch mal laufen. Ey. Sag mal, Mathematik ist aber heute bei uns beiden richtig schlecht. Siehst du, ein paar Sticker kriegst du auch noch. Die klaue ich dir jetzt mal ganz frech. Respekt zu Fisch. Zack. Noch ein Tungsten. Plupp. Und jetzt haben wir, siehst du hier, die Maria packt dir noch was zum Naschen rein. Hier hast du 100 Euro. 10 Cent kannst du behalten, das Trinkgeld für die Kaffeekasse. Bitte schön. Ja, Hannes. Warte, ich will dir noch mehr Sticker. Hast du noch andere Sticker? Oh, hier. Oh ja. Und Neuke. Und Lanka.
Und Kitec. Hier hast du ein Knotenheft, falls du keine Knoten machen kannst. Super, dankeschön. Da, ein komplettes Programm. Tschüss. Ja, so sieht das aus. Wenn man bei Moritz einkaufen geht für 100 Euro, hat man eine volle Tüte. So, da ist der Hannes. Der holt sich jetzt erstmal schön bei mir das Paket ab, was ich für ihn eingekauft habe bei Moritz. Aber wir gehen jetzt erstmal gemütlich einen Kaffee trinken und dann kann er sich mal sein Stuff angucken. Also sehen wir uns gleich im Café. So, wir haben uns jetzt ins Café gesetzt. Der Hannes hat sich einen schönen Muschi-Drink gegönnt. Das ist ein schönes Eiskaffee. Ich habe mir ein schönes Wiedermalz gegönnt bei den Temperaturen. Schon wieder super warm. Alter, du kommst hier mit Muschi-Drink und trinkst halt mal Wiedermalz. Ja, was denn? Ja, ey, komm, du trinkst einen Eiskaffee. Mm. Schön mit Sahne. Mm. Lange Schnacke. Hier ist dein Köderpaket. Mm, also ihr seht, ne, 100 Euro ist echt eine Menge Stuff. Kannst ja mal den Leuten zeigen, was du da Schönes hast für 100 Glocken. Ist ja wie Weihnachten hier, oder? Ja, der Hannes ist leider beruflich so eingespannt, dass er es einfach nicht schafft, mal nach Mauen zu fahren. Und deswegen ist das so entstanden, dass ich für ihn losgefahren bin und für ihn einkaufen war. Mmh. Einmal ein bisschen Merch. Nice, Alter. Nicer, nicer. Das ist schon mal geil. Oh! Evergreen Gummis. Oh yes! Sehr gut. Ich wollte ein bisschen schneller machen, ne? Sonst. Macho Bees. Die sind ganz neu. Die Smoking Smoothie. Schöne Grüße an Carsten. Das war ja eigentlich die Challenge. In die ursprünglich ging. Genau, die Do-Life-Sticks. Do-Life-Sticks. Weil man die leider so nicht so leicht bekommt, habe ich mir gedacht, der Herr Limpe hat ja quasi seine Connections und ich finde, die sehen mega nice aus. Über nice. Wir machen die gerne auf. Wir kippen auf jeden Fall mal die Mischung an von den Gummis. Das ist halt USP, ne? Stinkt auf jeden Fall richtig heute. Wie es sein muss. Die müssen darauf stehen die Muddis. Das ist jetzt die kleine Variante, ja. Die 3,5er, die Smalls. Ähnelt ein bisschen der Kitec-Mischung, muss man sagen. Aber ja, ist aber auch. Also ich hätte jetzt ein bisschen fester gedacht. Wenn du drückst, siehst du auch nicht, wie das Salz rauskommt aus dem Nice, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Oh, also, noch nicht so schönes. Also ihr seht schon mal, das sind schon mal 1, 2, 3, 4 Packungen Gummifische. Bonbon, ne, für zwischendurch, den Heißhunger. Ja. Oh, was hat denn hier so Schönes? Ja, 2 Packungen Skizaken, direkt für die Do-Life-Sticks habe ich damit eingepackt. Ja. Das sind auch noch spezielle, weil die sind sehr, sehr leicht. Ne? Also die sind nicht so schwer und beim Soft-Jerk-Angeln finde ich das manchmal gar nicht so schlecht. Ja. Weil der Jerk halt dann, also der Soft-Jerk dann nicht so schnell absinkt. Ne? Mhm. Nice. 3-0er, 1er. Geil. Gibt's denn noch zu hören? Mhm. Noch eine Packung. Oh, yes. Dachte ich mir für die Müggelspray. Mega nice. Und die sind natürlich mega sexy. Müsst ihr euch mal bei YouTube angucken, wie die Dinger laufen. Echt killer. Mega fett. Mhm. Das ist denn jetzt also das so ist eine... der Fett. Der 4,5er Fett. Mhm. Gibt auch nur den 4,5er Fett, oder? Ja, leider nur. Mhm. Ich würde den auch gerne nochmal ein 3 oder so haben. Aber mhm. Da hat die Firma USP wahrscheinlich, die haben ja erstmal mit dem angefangen. Ne? Kann sein, dass da noch andere Größen kommen werden. Ich hoffe es natürlich. Sehr, sehr geil. Wäre natürlich mega nice. Oh yes. Ein Jack All Vera Break. Hast du den schon mal gefischt? Nee, kennst du gar nicht, ne? Das ist eigentlich so der kleinste Shatterbait, den ich kenne. Und der auch extrem viel verspringt. Also ich habe einen von Reins geholt. Der lief auch mega nice. Reins hat man? Mhm. Okay. Wusste ich gar nicht. Mega gut. Oh yes! Als Floater ein kleiner Twitchbait. Mhm. Ah ja gut. Duo. Kann man eh nichts falsch machen. Und dann hat er mir auf jeden Fall noch. Oh, was haben wir hier so ein schönes. Ah, ein Maßband. Scale. Können wir nachher mal vergleichen. Also die Harlinge. Ne? Was? Was? Achso, die Harlinge. Ja, okay, können wir machen. Also die Harlinge, cool. Da, ich glaube, da werde ich den kürzeren schneiden. Hm. Als du mit meiner frisch rasierten Glatze. Die ist frisch geschäft, ey. Habe ich vorhin noch extra für dich rasiert, ja. So, da können wir mal gucken, was wir hier noch aus Bullchen kleben.
Ne? Ist immer gut, du. Fasticker, ne? Ist immer gut, du. Sehr gut. Perfekt, Alter. Hightech, Lanka, Neuke. Neuki. Danke dir, Digi, da ist doch was. Mega gut. Warte, ich hab mal vergessen. Hier, guck mal hier. 1,5 Gramm Tungsten Bullets. Ja, das passt wieder zur Limpe. Hier sind ein paar Regenbogendinger. Da ist er wieder. Ich hab nur die schwarzen genommen, aber... Ey, komm, das wusste ich nicht. Also ich fische auch die Rainbows, weil die Rainbows manchmal an klaren Gewässern sogar ein bisschen mehr verspringen als die Natur. Okay. Ansonsten, schön Wolfram, sehr geil. Und Bonbons, hier kriegst du auch hin. Geil! Schönes Ding, Alter. Ja. Schönes Ding. Hat Maria für dich eingepackt, falls du noch Knoten werden willst, hat sie gesagt. Ach echt? Naja. Ich mache immer Hausmannsknoten. Und einfach Hausfrauenknoten, sagt man ja, oder? Mhm. Mach ich einfach zusammen und dann ist der Dude. Das passt, oder? Noch so ein Doppelknoten. Ja, kann man machen. Aber ihr seht, ne, es ist eine Menge Stuff für 100 Euro. Allein die Tungsten, das sind, warte mal, ich muss mal zählen, wie viele Tungsten sind. Okay, jetzt ist weniger. Ja. Guck mal in der Tüte nach, ob da vielleicht auch noch einer rausgewünscht ist. Flop, flop. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da muss, in der Tüte müssten eigentlich noch welche sein. Ja. Na, ich glaube, die liegen jetzt eher auf dem Boden, wa? Nee, nee. Auf dem Boden. Alte Nassbirne. Auf dem Boden öffnen. Das steht, glaub schon. Meinst du? Ja. Ich guck, ich hab was runterkullern will. Ich hab noch nichts gesehen. Ja, Pleiten, Pech und Pannen, würde ich mal sagen. Ah, hier ist eine. Ja, wunderbar. Oh, hier war eine. Siehst du, 10. Das sind ziemlich 10 Stück gewesen. Nee, 10 Tungsten-Bullets haben wir. 1, nee, 11 sogar. Wie lange vorher schon hier? Nee. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Packen Gummis. Ein Jackroll Shatterbait, ein Hardbait, 2 Packungen Offset-Haken und nochmal ein paar Bullets, Alter. Ey, Dicker, für 100 Euro kriegst du in keinem Laden so viel Sachen. Und noch ein fettes Cap und ein Raw Finesse, Moritz, Maßband bis 1,50 Meter, falls du auch mal ein Bait fällst. Ne? Ich dachte, für die Barsche. Du kannst auch die Barsche nehmen. Geht ja bis 50. Bis 1,50. Bis 1,50. Bis 1,50. Und dann machen wir den großen Barschen denn? Oh Kacke, da musst du mit Kai mal reden. Kai, du musst ein 3-Meter-Scale machen, bitte. Aber auch für die Walleangler, ne? Also Jungs, eventuell seht ihr jetzt in den kommenden Szenen bei Glück ein paar Aufnahmen von Hannes, wie er mit den Ködern Fische fängt. In diesem Sinne, bis dann und bis zur nächsten Folge. So. Das Wassertaxi ist auch schon da. Mal gucken, was hier heute der See so für uns bereithält, ne? Uns mal an. Der Planet brennt wie Sau, ist echt ganz übel. Wir fahren jetzt erstmal zum Fischer und zur Karte holen. Das ist logisch, ne? Wie ihr könnt, das sind doch schon mal ein paar kleine Baitballs. Das sieht doch schon mal sehr gut aus hier. Echelot ist jetzt natürlich ein bisschen auf mich eingestellt für unseren See. Da ist es nicht immer 10 Meter tief. Ich werde den Hammer ein bisschen umstellen. Muss man immer ein bisschen rumfummeln, aber das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Das läuft. Könnte sein, dass sich hier Fisch befindet. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann mich auch irren. Zum Grund kommen lassen, so ein bisschen im Mittelwasser durch. Oh yes! Okay. Kannst du gerade alles reinnehmen. Oh! Oh! Guck, wie golden der ist. Ein kleiner Goldfisch. Guck mal hinten. So ein halbgoldener. Ein Raucher. Ach, vorher haben sie mir den Schwanz geklaut. Guck mal hier den Schwanz an. Der ist ja schick. Der ist ja schick. Schöner Fisch. Sieht gut aus. Schöner Mann.
anderes. Und zwar habe ich einen wunderschönen Shatterbait bekommen. Machen wir jetzt einfach mit demselben. Draw-inch Gurus Dick und gucken mal, was die Babsche dazu sagen. Schon der Biss. Jawohl! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Na, da kann man doch auch schon mal einen Kescher nehmen, du nicht? Sicher ist sicher, ne? Ja, da ist er drin! Er verliert sich ja völlig in dem Kescher mit. Also der Köder funzt einfach ohne Ende. Wir haben die schon vorher schon extrem zerwichst. Alter. Schöne Kirsche. Schöner Fisch. Wieder Dulaf-Stick. Ganz toll. Jawoll, die hier, Alter. Schönes Ding, Alter. Gehen wir hier auf den 3-Inch. Der müsste eigentlich echt perfekt sein. Ich werde hier mal ein bisschen fixieren. Jetzt einen Sekundenkleber drauf trippeln. Die sind echt mega aggro, die knallen immer hinten rauf. Ganz bisschen reicht echt aus, dass der Köder quasi nur ein bisschen fixiert ist. Super geile Köpfe. So. So, Klappe in die zweite. Der läuft ja mega geil. Kannst du halt richtig geil zupfen, so. Und wenn man es sieht. Guck mal. Alter, was hier abgeht? Was hier abgeht? Also wenn der jetzt nicht 40 hat, weiß ich auch nicht. Alter, Mädels, guckt euch die Kirsche an. Guckt euch die Kirsche an, Alter. Ja, was soll ich sagen? Der ist richtig gebumst. Oh Gott, Alter. Müssen wir mal so ein bisschen offen? Alter, ist das eine Kirsche, Alter. Baby. Der hat ja wohl 40. Und der hat 40. Er hat 43. Er hat 43. Mieses Teil, Alter. Petri Heil. Ja, Mann, der läuft mega nice. Hey Leute, ihr habt gesehen. Also Erfolgsköder war heute wirklich der USP. Du Life Stick, 3 Inch. Mega geil, also Limpe, Tekke Nerd, ich danke dir für das wunderschöne Paket. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, mal gucken, ob vielleicht noch ein, zwei Barsche gehen. Die haben jetzt so langsam, glaube ich, die Schnauze voll, nachdem wir hier ungefähr den halben Schwarm weggeknallt haben. Ja. Tekke Nerd, danke dir.